Ja, damit ab auf Rudis Restaurant. Nein, dafür sind die Sachen zu gut. Und zwar geht's los mit Asterix. Asterix kam ja nach längerer Jahrzehnte gefühlt Pause wieder bei Karussell zurück. Und zwar das Ganze Mitte Oktober mit zwei Folgen. Der 13 und der Kupferkessel und der 14 in Spanien. Ja, zu den Geschichten selber, die ändern sich ja nicht. Ne? Also Kupferkessel finde ich eine sehr schöne Geschichte. Die hat sehr, sehr viel Freude bereitet. In Spanien ist so, ja, mit diesem Kind finde ich nicht so dolle. Ist auch ganz nett und unterhaltsam. Aber ja, der Kupferkessel, da ist irgendwie, weiß nicht, ja, da ist mehr Schmack. Fand ich auch tatsächlich besser. Ja. Weil in der Spanien-Folge war mir eigentlich diesen Humor, den dieses Buch ausmacht, das war mir irgendwie ein bisschen wenig. Aha. Also mit diesem Kind und so, das war mir ein bisschen zu einfach erzählt. Also da ist mir zu wenig von dem Humor transportiert werden, weil dieser Pepe ist ja eigentlich schon ein richtiger Hallotri, das kam mir so ein bisschen kurz. Also ich meine, war zwar drin, aber nicht so, wie es hätte sein können. Und da war der Kupferkessel schon irgendwie unterhaltsamer. Also generell muss man echt sagen, ich war ja mit großem Abstand rangegangen, weil also ich keine einzige Folge vorher kannte aus der Reihe. Ich kenne nur die Europa-Sachen und ich finde die Europa-Sachen ja super geil, weil da dieses Comichafte gut, das mögen manche als völlig überzeichnet bezeichnen, mir ist das wurscht. Also das ist ja auch so ein bunter Comic im Original und wenn man sich die Filme anguckt, das ist ja auch albern bis zum Anschlag. Und genau das steckt ja auch in den Europa-Produktionen drin. Allerdings muss ich sagen, ich bin echt positiv überrascht worden. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, wirklich. Ja, das war's auch. Also es waren ein paar Sachen drin, wo man so gedacht hat, naja, das hätte man noch so ein bisschen atmosphärisch, hätte man noch ein bisschen dran schrauben können. Es war teilweise sehr studiolastig, muss man so sagen, dass man so diese, es überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, wo gerade gespielt wurde, ob es in Räumen war oder außerhalb, das klang alles relativ gleich. Mhm. Ist aber da nicht so wirklich schlimm, weil es halt eine Comic-Umsetzung ist und man dann halt wirklich sagen kann, okay, in einem Comic ist ja auch alles im Rahmen eingefangen und es ist ja auch nicht der Punkt, es hört sich ja keiner Asterix wegen der Atmosphäre an. Und von daher ist es schon okay, dass man das so einfach auf den Witz dieser Figur und auch dieses vielleicht das Überzeichnete, dass man dieses Comichafte so ein bisschen auch mit den Geräuschen so ein bisschen reinbringt. Und ich fand das auch eigentlich ganz gut gelungen. Lob auch an die Sprecher, die haben wirklich ihre Sache super gemacht. Dougie Wellbert als Obelix ist auch sehr geil, finde ich. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das passt super. Ja, gerne Daumen hoch, also wirklich. Auch Asterix-mäßig ganz unbelegt bei Karussell, auch bei Europa. Ich glaube, ich habe selbst von Europa noch nichts gehört. Und also ich habe mir jetzt relativ viele Folgen geholt. Das werde ich jetzt alles nachholen im Laufe der Zeit. Ja, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich das auch machen. Ich hab ja nie Zeit. Jetzt ist doch zwischen den Jahren, da ist ein bisschen Platz dann für dich. Ja, aber so da ist doch wieder Herr der Diebe und was da nicht alles kommt. Ach so, und da musst du ja hier auch die Ästhetik des Widerstandes anhören. Ja, die habe ich schon gehört, zum Glück. Das ist ja 2007, ja. Genau. Ja, also ich würde es empfehlen. Absolut, wirklich. Wenn ihr da in dem Dunstkreis seid, dass ihr das denkt, weiß ich nicht, ob ich Asterix kaufen soll oder nicht, ja, dann kauft's. Dann würde ich doch sagen, also wenn ihr schon grundsätzlich Interesse an Asterix habt, dann würde ich das empfehlen, doch euch ans Ohr zu tun. Ja, dann gab's auch tatsächlich den Abschluss oder den vorläufigen Abschluss, wenn man so will, der Earlham Chroniken. Chroniken, Earlham Chroniken. Englisch, Deutsch. Ja. Mit der Folge 10, also Season 1, Episode 10. Man weiß noch nicht, ob es weitergeht. Da ist im Anschluss an das Hörspiel, kommen die Macher zu Wort und stellen das zumindest in Aussicht, dass es irgendwann weitergehen könnte. Aber das ist jetzt eben wirklich erstmal ein vorläufiger Abschluss, wo auch wirklich, eigentlich finde ich zufriedenstellend, so die offenen Fragen beantwortet werden und dass es wirklich eine runde Sache gibt im Endeffekt. Ja. Und das fand ich dann doch überraschend gut. Auch wenn halt die üblichen Sachen, die mich vorher schon so ein bisschen gestört haben bei der Serie, natürlich da auch immer noch drin sind. Aber also insgesamt muss ich sagen, bin ich jetzt mit dem Abschluss doch versöhnt worden. Doch. Das auf jeden Fall, ja. Würde ich auch sagen. Also das ist ein spannendes Hörspiel auch wieder geworden, ist ordentlich Schmiss drin, selbst also in dieser 10. Folge, also man beschränkt sich nicht darauf, nur irgendwelche Fäden zusammenfügen, sondern unterfüttert auch mit ordentlicher Action. Erzählt, ja. Das macht schon ganz schön Laune, es geht auch direkt, also relativ schnell los, was mir so ein bisschen merkwürdig aufgestoßen ist, weil ich die letzten Folgen auch lange nicht gehört habe, also war ein größerer Abstand dazwischen. Am Anfang kommt ja immer dieses, was bisher geschah. Das war, weil es ja wahrscheinlich immer drin, aber ich habe dann festgestellt, das nützt mir eigentlich überhaupt nichts. Weil es ist also kein Erzählpart, der jetzt irgendwie das zusammenfasst, was bisher passiert ist, sondern man nimmt nur Ausschnitte aus den vergangenen Folgen und reiht die aneinander. Die aber für jemanden, der sich das wieder in Erinnerung holen wird, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Aber das ist Killefitz. Also wenn man die 10 Folgen relativ nahe beieinander hört, ist das eh wurscht. Jetzt aufgrund der langen Zeit wäre es vielleicht sinnvoller gewesen,
wenn man das so ein bisschen irgendwie nochmal zusammengefasst hätte. Aber man kommt wieder rein. Also es ist nicht so, dass man da die komplette Spielzeit wie ein Ochs vom Berg steht und denkt, was will Nein, er denn das noch? nicht. Was will er noch? Das ist wirklich durchweg gut zu hören und man ist direkt wieder in der Story drin und findet sich auch zurecht und auch das Ende überzeugt dann auch, Finde weil ich auch, ja. da, also man hat jetzt nicht irgendwie das Problem, dass da irgendwas offen wäre oder irgendwas so zurechtgebogen wird. Also das klingt alles schon ziemlich schlüssig und also ich hatte auch keine offenen Punkte mehr vermisst. Nein. Ja, dann haben wir auch noch die aktuelle Folge von Gabriel Burns nachzureichen. Die kam ja auch so spät raus. Was heißt so spät raus? Am Ende Oktober raus, 31. Mit der Folge 44, die ewige Nacht der See bei Natürlich Decision. Ja, wir wurden ja mit einem ziemlich düsteren, rauschenden Finale von der 43 verabschiedet, in das es unter Wasser ging. Und ja, jetzt eigentlich, ja, die meisten, sage ich jetzt mal, die meisten Personen dann zumindest an einem Fleck versammelt sind. Auch der Taucher, der so ein bisschen in der Luft hing mit dem Reboot damals, also nach der Doppelfolge, kam ja diese Ta Folge mit dem Taucher, mit der man erstmal nicht so wirklich was anfangen konnte oder den einsortieren konnte. Jetzt kann man das, denn dieser Taucher steht jetzt im Zentrum, weil er den Kontakt zu dem Leviathan aufnehmen kann. Und um diese Suche geht es eben in die ewige Nacht der See, die, das kann man, glaube ich, nicht deutlicher sagen, mit Atmosphäre nicht geizt. Nein. Was hier wieder aufgefahren wird, das ist schon, das gibt so wahrscheinlich weit und breit nicht. Also das ist schon irre. Die Geschichte hat halt ein bisschen wenig Futter. Also ich finde es schön, dass wirklich alle so versammelt sind jetzt mal und dadurch so ein bisschen Stringenz auch wieder reinkommt. Weil ich meine, der Ausflug zum Beispiel nach Vancouver, wenn man das jetzt rückblickend sieht, hat ja eigentlich auch nur den Grund, dass dieses Ding da gebaut wurde, oder? Genau, ja. Und das halt, das wurde dann schon, wenn man das so will, stark ausgewalzt. Aber natürlich gefüttert mit hackenstarken Szenen und so weiter. Aber wenn man es rein wirklich auf das beschränkt, was dann passiert, ja, ist es relativ schnell erzählt. Ja, ist Und überschaubar. so ist es hier eben auch wieder. Aber es ist ja nicht so, dass Gabriel Burns gekauft wird, weil es inhaltlich total dicht ist, sondern halt, Richtig. weil es erzählerisch und atmosphärisch halt einfach eine Bombe Richtig. ist. Und genau das wird hier auch wieder geboten in, Ja. ja, Deluxe-Version. Genau. Absolut. Also ich bin auch sehr zufrieden mit der Folge, muss ich sagen. Also war mir ein festes zu hören. Lass uns was zum nochmal hören, weil Ja. das wirklich der Spaß ist auch wieder verkehrt. Man wird allein durch die Art, wie man es darstellt, so reingezogen in die Story. Das ist einfach toll. Das kann Sassenberg und das macht er auch und das macht er vor allen Dingen in dieser Folge. Und ja, da kann man wirklich zufrieden sein mit. Ja, Daumen hoch, mal wieder. Ja, dann haben wir noch einen Rest nachzutragen und zwar aus dem September. Mitte September kam nämlich auch bei Headroom eine weitere Ausgabe der wundervollen Reihe Abenteuer und Wissen raus. Und so, jetzt muss ich erst hier, packe ich mein Füllhorn wieder aus. Nicht das von Pandora, sondern das voll des Lobes für diese ganz, ganz großartige Reihe, die bei uns jetzt, glaube ich, nicht so oft eine Rolle gespielt hat, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil es eben keine reine Hörspielreihe ist, sondern es ist eine Mixtur aus Feature und Hörspiel. Aber das Ganze wird auch dieses Mal wieder so wunderbar flockig erzählt, dass es eine helle Freude ist, dem Ganzen zuzuhören. Es geht diesmal um Sir Francis Drake. Sir Francis Drake ist wie gemacht für so ein Abenteuer-Hörspiel-Feature, weil diese Gestalt einfach sehr speziell ist. Und mir war das in dem Ausmaße auch wirklich nicht bewusst. Ich kann ihn halt irgendwie als, ja, verruchten Seefahrer und Entdecker, aber dass Das der sind in. also schon was mir voraus. Das Verrucht hätte ich noch nicht mal im Ohr gehabt. Nicht, also mir war eher die andere Seite, also diese Verbindung zur Queen war mir nicht Ja. so bewusst. Also er war ja beides, er war ja Ja. Freibeuter und war im Auftrag der Königin unterwegs und das gibt dem Ganzen schon einen sehr schrägen Anstrich und hat eben quasi auch im Auftrag der Königin, ja, Beute, ist auch Die Beute ein oder andere zugegangen. Mark gemacht, ja. Ja, und das ist schon. Und ordentlich viel. Also in Spanien einen halben Staatshaushalt abgenommen. Ja, war doch irgendwie so, Es was? ist ja Das eigentlich auch ist schon schweineinteressant. in dem Sinne auch logisch, dass sich die Königin dann seiner Dienste bedient hat, weil, also um den Gegner zu schwächen, ist das Jo. ja ganz angenehm, wenn man da so jemanden in der Rückhand hat, der auch gefürchtet ist von den Spaniern ohne Ende. Ja, Gut, ist und das heute nicht mehr so. wann war das mit Gibraltar? Das ist doch auch erst 2 Jahre oder 3 Jahre her, oder? Dass da diesen Konflikt wieder aufgebrochen ist. Also, Ja, man hat ja sonst ja. nichts zu tun. Ja, genau. Finanzielle Fußballspielen ab Probleme und kann an man ja mal mal so, 4 Jahre. kann man sich ja mal um so einen alten Felsen kloppen. Ja, es ist Prestige. Es ist wichtig. Ja. Anscheinend. Also,
Und das Spannende eben dieser Reihe ist, dass man auch die Brücke schlägt zur Gegenwart, weil man eben in jeder Ausgabe auch einen, ja, Experten zu Wort kommen lässt. Auch hier ist es so, der aus heutiger Sicht das Ganze nochmal ins historische Licht rückt und auch die Auswirkungen für die heutige Zeit darlegt. Aber das Ganze klingt jetzt sehr staubig und trocken, ist es nämlich Ist überhaupt gar nicht. nicht. Und zwar wird das Ganze eben wirklich an den richtigen Stellen, finde ich, aufgelockert durch, ja, Hörspielelemente. Das macht das Ganze zu einem so großartigen Gesamtpaket. Da kann man wirklich nur applaudieren und klatschen. Applaudieren, applaudieren und klatschen. Das ist ja wie gratis und umsonst. Und ganz dickes Lob auch an die gestalterische Seite, denn was man da mit dem Booklet noch an zusätzlichen Informationen liefert, wie das Ganze aufgemacht ist, da steckt so dermaßen viel drin, das ist auch wirklich noch was fürs Auge obendrauf. Ja, von 8 bis 88 Jahren kann man das Ganze wirklich empfehlen für Jugendliche. Kinder ist vielleicht ein bisschen bei dem Thema schwierig, weiß ich nicht. Ja, Eventuell vielleicht da doch kann nicht. ich ja gerade einhaken. Und zwar hatte ich gerade bei dem Drake eben das Problem, dass viele Sachen eher dünn drüber geht. Also mit der Sklaverei, die da ein Thema spielt, und auch die Art, wie Drake mit seinen Männern umgeht und dass er da aus disziplinarischen Gründen mal einfach einen köpfen lässt, um die Mannschaft bei Laune zu halten. Ja, das wird alles so, das ist mir dann ein bisschen zu leicht mitunter. Und daher hätte ich mir so ein bisschen eine Distanz zur Figur gewünscht. Auch, dass man das so mit dieser pathosreichen Musik untermalt zum Teil, hat mich in dem Zusammenhang ein bisschen gestört. Aber das sind Kleinigkeiten, die es nicht wirklich verdorben haben. Du wieder mit deiner Ah, ja, Moralkeule. ich bin halt so einer. Immer machen. Die letzte Ich werde mich moralische mal, ich werd mich Instanz. mal, genau, ich werde mich mal im Vatikan bewerben. Sehr schön. Ja, also Och. ich kann wirklich auch mit Rückblick, weil ich derzeit relativ viele Folgen oder jetzt in jüngster Vergangenheit relativ viele Folgen mir angelegt habe und gehört habe, da gibt es ja auch wirklich viele Folgen. Was ist das, 30, 20, 30, sowas? Ich habe keinen Boah, Überblick. keine Ahnung. Schreibt uns. Aber es kommen ständig welche, also es kann schon gut sein, Ja, und ja. Ich wirklich, kann ja also leider auch ich. die Serien nicht auseinanderhalten. Ne? Es gibt ja Rätsel der Erde, Abenteuer Wissen. Und da gibt es ja noch von anderen Verlagen, gibt es ja auch noch ähnliche Reihen. Ja, Also richtig. Also da. Maya Nielsen schreibt zum Beispiel auch für dieses Abenteuer-Ausrufezeichen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal eine andere Reihe. Die ist auch, glaube ich, nicht bei Headroom, oder? Ah, kann Ich jetzt sein, glaube dass ich nicht. mich vertue, aber es gibt auf jeden Fall nochmal so eine Abenteuerreihe, so eine Infotainment-Reihe. Aber also, das sind einfach auch tolle Autoren am Werk. Das merkt man auch hier. Das ist Robert Steutner hier. Ja, kennt man ja als Regisseur und Schreiber, der seine Sache auch hier wirklich super macht, gerade was den Aspekt der Verbindung von trockener Wissensvermittlung und Unterhaltung macht. Und das ist schon, da ist genau dieser richtige Punkt eigentlich getroffen. Und das gilt tatsächlich, also wenn ich so überblicke, für alle Folgen, die ich in jüngster Vergangenheit zumindest gehört habe. Und das waren wirklich aus den unterschiedlichsten Gebieten von Tutanchamun bis zum Wettlauf um den Südpol. Kann ich wirklich nur bedenkenlos empfehlen. Tolle Reihe und Daumen hoch, Headroom, wunderbar. Ja, ich mache mal einen Daumen hoch. Sieht man's? Hört man's? Also ich sehe ihn. Ja, genau. Müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ja, dann zu einer wirklich in der Tat besonderen Folge der Geisterschocker. Nicht Ist nur, weil es die die Folge 0 war, Entschuldigung, am 31.10. das Ganze rausgekommen, sondern weil auch die Geschichte schon ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Gefangen in der Ja. Geisterwelt heißt diese Folge. Ja, und die Folge beschränkt sich eigentlich erstmal auf einen Sprecher, Ja. der durch den Wald irrt. Interessant. Das Also das ist finde ich schon schon, interessant. das ist wirklich interessant. Und das fällt Ja. wirklich auch innerhalb der Reihe erstmal aus dem Rahmen und ist besonders und ist auch bis auf ein paar Stolpersteine, würde ich jetzt mal fast sagen, recht gut gelöst. Also man bleibt da tatsächlich immer dabei und lauscht dem relativ gebannt, diese Irrwanderung durchs Gehölz. Ja, auch wenn man nicht so rechts irgendwie so ein Ziel vor der Nase hat. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn man dann rückblickend denkt, ja, das ist eigentlich erstaunlich, dass ich da dabei geblieben bin. Das ist ein Zeichen dafür, dass es relativ gut gemacht ist. Ja, das fand ich auch. Fand auch gut erzählt, auch wie man dass man das in der Reihenfolge so ein bisschen durcheinander wirbelt und so, denn die eigentliche Anfangsszene, also die Historie, wie es da hinkommt, das dann ans Ende setzt und so. Was mir da so ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen das Ende. Weil hätte ich mir so mehr Futter ein bisschen erwartet. Ja. Es wird dann erzählt halt, wie es ist, und dann ist das halt so. Und ohne dass es jetzt ein Ende hätte, wo man sagt, da ist jetzt tatsächlich ein Ende da. Also es läuft dann halt mehr so aus. Aber ansonsten ist das vor allen Dingen sehr kurz. Also es bleibt unter 40 Minuten insgesamt. Also da ist unser Titel wieder maßgebend. Aber Francis weiß Bescheid. Ja, ich fand es auch im.
Ich muss immer an die singende Schere denken, die vom Himmel runterfliegt. Ich krieg das Bild nicht aus dem Kopf. Ja, also im Vergleich zu manchen trashigen Folgen, die man da schon erlebt hat, wo man so teilweise auch schon so mit Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen vom Na, Player saß ein Stückchen vom Tisch abgebissen hat mittlerweile. Ja, weil es so schrecklich stressig war. Also da ist es schon wirklich eine bessere Folge, muss ich sagen. Ja. Also das ist wirklich, so könnte die gesamte Reihe sein, hätte ich nichts dran zu meckern. Ich meine, das ist keine Hochkultur, aber das muss Geisterschocker ja auch mitbieten. Also bei sowas will ich kurzweilig unterhalten werden und das schafft diese Folge 0 auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir noch zu Team Undercover mit Folge 13 im flammenden Inferno bei Contendo Media rausgekommen, ebenfalls Ende Oktober. Da haben wir schon so ein bisschen angesprochen, das letzte Mal. Genau, da waren wir so gerade mittendrin im Hören, ja. Genau. Kam da ganz frisch kurz vor der Aufnahme raus. Ja, es geht um ein Museum, um Bilder und einen Brand. Genau, das könnte jetzt auch die Folge 22 von 3 Fragen sein. Das ist richtig. Allerdings hat das Team Undercover ja immer so ein paar speziellere Sachen. Also zum Beispiel, was die Darstellungsweise anbelangt, das wird am Anfang schon relativ deutlich, wo eben wirklich dieses Flammenszenario auch sehr eindrücklich und realitätsnah zumindest geschildert wird, wo eben dann wirklich auch die Stärken des Hörspiels ausgespielt werden. Und das finde ich ja immer super, wenn sowas gemacht wird, sowas mag ich. Wenn dann eben nicht irgendwie unterbrochen wird und ein Erzähler irgendwie, dass sie jetzt von A nach B gegangen sind, sondern da ist man halt wirklich dabei und da verlässt man sich wirklich auf die Geräuschkulisse und auf die wechselnde Geräuschkulisse und auf die Sprecher, die dann eben entsprechend husten, atmen und so weiter oder eben nicht atmen. Ja. Das mag ich, wenn man da auf die Stärken setzt und ja, das macht die Serie dann eben auch immer so ein bisschen besonders und hebt das Ganze raus. Der Fall selber ist, ja, ging eher so. Ja, das war halt, so. Ist halt eine Jugendserie. Das ist halt nicht das große, düstere Krimikost. Das ist halt dann eher so, der Fall ist ein bisschen leichtgängiger. Allerdings ist das drumherum schon ordentlich beeindruckend. Also gerade diese Szenen im Feuer, das ist schon nicht übel. Wobei ich mir da so einige Dialoge so ein bisschen schwierig vorstelle. Also es ist teilweise, ist mir da die Panik noch nicht genug drin. Also ist man teilweise noch so ein bisschen zu nüchtern. Das ist auch ein Jammer auf einem ganz hohen Niveau. Aber insgesamt fand ich das schon unterhaltsam. Also gerade durch diese Action-Sequenzen, die sind schon wirklich richtig gut gelungen. Ja, der Fall an sich, ja, halt Jugendkrimi. Aber als Goodie kriegen wir noch eine Judy Winter oben drauf. Stimmt, genau. Ja, das ist ja auch jetzt nicht alle Tage so. Na, ne? Jeden Tag, das stimmt. Ja, die höre ich so gerne. Ja, damit kommen wir zu unserem letzten Gast. Naja, Dragan kommt nachher nochmal, also vorletzten Gast. Obwohl Dragan ja vorher schon da war, jetzt wird's kompliziert. Jetzt, genau. Hallo Patrick. Hallo, grüß euch. Hallo. Willkommen im Christkönigs sonntäglichen Orcast, Voradvent sonntäglichen Orcast aus Österreich. Hat dieser Sonntag einen bestimmten Namen? Das ist der Christkönigs Sonntag bei den Katholiken und bei den Evangelischen ist es der Endlichkeits- respektive der Ewigkeitssonntag. Entweder ist es endlich oder ewig. Was ist das? Können Sie sich nicht entscheiden? Naja, es wird gedacht, dass das Leben ja endlich ist, aber das Leben danach ist ja ewig. Also es ist eine Endlichkeit in der Ewigkeit. Also wann kommt das mit den 72 Jungfrauen? Genau. Das ist der falsche Glaube, oder? Ach so. Wusstet ihr eigentlich, dass die Frau Terroristin den eigenen Mann kriegt als Belohnung? Auch super. Das ist doch geil, oder? Ich dachte, die kriegt den Gürtel mit den vielen Taschen drumherum, der irgendwann mal ummacht. Also. Jetzt ist meine Frage dazu. Wenn der Mann 72 Jungfrauen kriegt, die Frau ihren eigenen Mann zurück, was ist denn, wenn sich ein Ehepaar Richtig. Hat, kriegt die dann ihren Mann zurück, der da mit den 72 schon sitzt? Ich glaube, die kriegt 72 hoch 2 Männer wahrscheinlich, keine Ahnung. Das ist ganz schön kompliziert, oder? Ich wollte bei Bumba eigentlich schon überleiten auf das Erdbeben und auf No Man's Land. Ja, können wir aber gerne machen. Ja. Also einfach zurückspulen und dann jetzt das hören, was jetzt kommt. Ja, genau. Okay, es geht nämlich um Batman No Man's Land. Genau, ja. Und zwar ist die erste Folge bei Highscore Music ja erschienen als Download. Erstmal, jetzt das letzte Information war, dass es eine Box eventuell geben wird. Dazu sage ich nachher noch was. Das sagst du nachher noch was. Also erste Folge Niemandsland ist raus. Wie hat sie dir denn gefallen? Es war positiv, also es hat gleich richtig mit einem richtigen Knalleffekt begonnen. Ich habe zwar gewissermaßen meine kleinen Problemchen mit Folgen, die eine gewisse düstere Weltuntergangsstimmung da transportieren und eine gewisse apokalyptische Stimmung. Das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, mich näher mit Gabriel Burns zu beschäftigen. Okay, das kann ich unter der Prämisse
voll nachvollziehen. Ja, also es ist eine wirklich bombastische Folge geworden. Es ist mal was ganz anderes. Also ich vermute ja, dass am Schluss nochmal die Vogelscheuche um die Ecke kommt und dass die alle das Ganze unter der Prämisse erlebt haben, dass der wieder irgendein verrücktes Nervengas über Gotham ausgeleert hat. Das ist meine Vermutung. Ich kenne den Comic nicht, aber ich vermute, dass irgendwann so in der fünften oder sechsten, es gibt ja diesmal 6 Folgen, es werden immer mehr. Die erste Staffel Gotham Knight waren ja noch 3 CDs, die zweite 4 CDs und jetzt kommen auf einmal 6 Folgen. Und ich vermute ja, also das ist wirklich meine Vermutung. Ich denke, es kommt irgendwann in der fünften oder sechsten Folge mal diese Scarecrow um die Ecke mit einem seiner verrückten Nervengas-Ideen. Das ist, denke ich mir mal. Ich weiß nicht, behalten die das wirklich so vor, dass Gotham City jetzt wirklich zum Niemandsland mutiert ist und keiner kann rein, keiner kann raus? Das hat mich ein bisschen auch erinnert an diese Stephen King TV-Verfilmung vom letzten Jahr, dieses Under the Dome, wo alle in dieser Kleinstadt unter dieser monströsen Kuppel, die über der Stadt schwebt, gefangen sind und auch abgeschnitten von der Außenwelt und diese ganzen Problemchen, die irgendwie so im hintergründigen Unterbewusstsein der Leute geköchelt haben, kommen jetzt auf einmal alle mit geballter Wirkung heraus und wirklich wahnsinnig. Auch hat es mich gefreut, dass wirklich so viele bekannte Figuren sich in Batman die Klinke in die Hand gegeben haben. Also der Joker ist wieder am Werkeln, die Huntress hat ihren Einstand in die Serie, Helena Bertinelli. Da kommen irgendwie so viele Parallelen momentan zu dieser neuen DC Comics Warner Bros. TV-Serie heraus, von der ich vor 2 Orcast-Ausgaben schon mal gesprochen habe, von Arrow. Es gibt ja bei Arrow, ich sehe doch wirklich bei dieser Batman-Folge zwischen der und zwischen Arrow so viele Parallelen. Es hat in der ersten Verschwörung gegeben, ich glaube, da kann ich ein bisschen spoilen für die, die die Serie nicht kennen, respektive die, die sich gerne anschauen wollen. Spoiler! Ja. Spoiler, genau. Gibt es eine Spoiler-Hupe auch? Nein, die gibt es nicht, oder? Doch. Es gibt eine Kontrovers-Hupe, oder? Die gibt es Das auch. ist, die klingen sehr ähnlich. Ah, okay. Okay, Noch. also in der ersten Staffel von Arrow, da wird eine Verschwörung von irgendwelchen dunklen Gesellen der Stadt Starling City vorbereitet, gegen die dieser grüne Bogenschütze Oliver Queen vorgehen muss. Diese Verschwörung, diese Gemeinschaft von dunklen Gesellen, die bereitet ein Erdbeben vor, das ein Stadtteil von Punks und Freaks und wirklich die Bronx von Starling City, die wird der Einfachheit halber gleich mal die Glades genannt. Dieser Stadtteil soll mit diesem Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht werden und das Schlechte der Stadt soll ausgemerzt werden und klingt irgendwie krank, wenn man sich das anhört. Und in der zweiten Staffel geht es mehr oder weniger um die Aufarbeitung dessen und um eine zweite Form der Apokalypse, die irgendwann im Staffelfinale hereinbrechen wird. Wird ausgestrahlt jeweils montags um 20:15 Uhr auf Vox. Kann man sich getrost anschauen. Und es ist eine andere Parallele. Das mit dem Da Erdbeben kommt dann. mir auch so schwer bekannt vor, ja. Ja, das ist eben drum sage ich ja, das ist eine schöne Parallele zu Batman jetzt. Und die zweite Parallele ist der Charakter der Huntress, Helena Bertinelli. Die hatte nämlich in der ersten Staffel von Arrow ebenfalls ihren Einstand. Das ist nämlich wirklich Zufall. Gerade in der morgigen Folge, also in der Folge vom Montag, dem 24. November 2015. Für die, die sich ja gerne anschauen möchten, für die, die den Orcast später Ja, die hören haben es werden. verpasst, ja. Na, es gibt die Folge eine Woche lang auf voxnow.de Auch zum das wird nicht reichen. Nachschauen. Okay, das wird nicht reichen. Okay, wurscht. Es wird in Belgien wahrscheinlich auch die zweite Staffel auf DVD rauskommen, da kann man sich's anschauen, aber da sieht man auch wieder die Huntress auftauchen. Es kommen sehr viele Charaktere vor, also es kommen die Charaktere, Deadshot kommt wieder zum Einsatz, den hatten wir schon bei Gotham Knight einmal zu Gast. Dann gibt es noch den Bronze-Tiger, den Shrapnel. Also, das sind wirklich herrliche, eine Figur, die in den Batman-Comics öfters einmal vorbeigeschaut hat. Ja, also, die Parallelen zu diesen Serien ist wirklich sowas von offensichtlich. Nicht zuletzt wegen den jeweiligen Erzschurken und Erzcharakteren, die sich dann hin und wieder die Klinke in die Hand geben. Und Das einer ist davon ist eben doch diese aber auch Huntress. so ein bisschen ein Problem, oder? Das Ja. Figurenkabinett. Das alles ist hackenvoll bis zum Anschlag, das Ja. Figurenkabinett. Und naja, dadurch kriege ich eben der Einzelne relativ wenig Platz. Den meisten Platz nimmt ja tatsächlich die Erzählerin ein des Ganzen, Ah, das hat mir gefallen. Also, die aber, dieses. finde ich, nicht so einen starken Eindruck hinterlässt. Man muss jetzt mal zugutehalten. Also, Gordon Peters hat wieder abgelöst, eben von dieser Ich-Erzählerin eigentlich. Das ist ja das Oracle.
Barbara Gordon. Das war ja das in den Batman- und Robin-Verfilmungen, also in den Zeichentrickserien von 1991. Das war irgendwie meine Referenz zu Batman. Also ich kannte die Dark Knight-Filme ja nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da wesentlich was verpasst habe, aber keine Ahnung. Ja, also wenn ja, das ist Wahnsinn, was da passiert. Also meine Referenz war ja bisher immer diese Batman The Animated Series aus den 90er Jahren mit Kevin Conroy als Original-Batman. Eberhard Haar hat da den Batman synchronisiert. Genau, da waren Batman und Robin am Werk und eben auch Barbara Gordon, das war ja das ehemalige Batgirl. Im Verlauf der Comicserie wurde die ja, glaube ich, vom Joker angeschossen und ist seitdem querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl und fungiert seither als Oracle, als diejenige, die via Computer für Batman alles überwacht und praktisch mit ihm in Funkverbindung steht und ihn praktisch auf dem Laufenden hält, was so in Gotham City passiert. Das ist eben der Charakter des Oracle. Das ist wirklich eine geniale Idee gewesen, dass man die als Erzählerin auch gleich verpflichtet hat. Übrigens wunderbar gesprochen auch von Merete Brettschneider, glaube ich. Ja, genau. Die kennt man ja aus den drei Ausrufezeichen und aus der 14. Classics-Folge von John Sinclair. Aus der Folge Demonus. Ja, also ich hatte mit der ein bisschen Schwierigkeiten, Ich muss ich auch, sagen. ja. Also mir hat es gefallen, also. Ja. Es lag aber auch der Art, wie man das eingesetzt hat. Das war so ein bisschen arg nüchtern, Ja, das fand hat ich. eine Also es war so ein unglaubliche bisschen Distanz trocken, aufgebaut. so. Das hat mich nicht so in die Geschichte gerissen. Nee. Also ich weiß nicht, also das liegt aber auch daran, wie diese Figur da etabliert ist. Die ist ja so ein bisschen so ganz rausgelöst, obwohl sie eigentlich mitspielt. Und das ist, weiß nicht. Ja, sie ist dafür da eben, dass sie alles Ja. weiß. Darum heißt sie ja Oracle wahrscheinlich auch. Ja. Und sie ist ja im Prinzip dafür da, um Batman eine Informationsquelle zu sein. Ja. Also das ist momentan, also seit sie im Rollstuhl sitzt, ist das mehr oder weniger ihre Bestimmung und ihre Passion. Ich weiß nicht, ob ihr den Thread auch regelmäßig auch mitlest in den Hörspielfreunden, wo sich regelmäßig Leute darüber mokieren, dass Batman sehr selten zum Einsatz gekommen ist, zum Beispiel auch in Inferno. Und jetzt ebenfalls wieder. Also oft hat man den nicht gehört in der Folge. Nee, das stimmt schon. Aber was Martin eben schon angesprochen hat, dass unzählige Figuren da auftauchen und der Platz kaum reicht, um irgendwas anderes noch zu erzählen, außer dass ständig irgendwelche Figuren dazukommen. Und ich meine, es gibt ja eine Vorlage dazu, das wird schon seinen Grund haben, dass das alles jetzt in der ersten Ja, Folge ja. passiert. Ob man das hätte strecken können, weiß ich jetzt nicht. Also dazu, ich kenne die Geschichte halt nicht, die dem Wenn zugrunde gestreckt wird, liegt. dann hätte man noch mehr CDs Nein, gehabt oder aber noch mehr. ob man das irgendwie verteilt hätte, dass man halt gesagt hätte, okay, wir basteln hier schon einen Teil der mehr Handlung rein und heben Ja. dann noch zwei Charaktere für die nächste Folge auf, die dann da dazukommen. Weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre. Aber Da es müssen ist. wir den, da müssen wir den Patrick Holtheuer fragen wahrscheinlich. Ja, aber vor dem habe ich ja Angst. Ich auch nämlich. Ich muss meine Fragen und meine Anliegen in den Hörspielfreunden mittlerweile schon sowas von vorsichtig formulieren. Okay. Ach, was Also, immer raus damit. Lass nein, deine Gedanken machen. irgendwie fürchte ich mich ein bisschen vor dieser Ach Figur. was. Nein. Nein, nein, Aber nein. was mich immer so stört, wenn ich irgendwas mitzuteilen hatte früher, sei es im Gruselbereich bei Sinclair oder bei Macabros, dann hat es mich immer sehr gefreut, wenn ich beim nächsten Mal reingeschaut habe und meine Beiträge nicht mehr gefunden habe, weil die kurzerhand einfach in einen anderen Thread verschoben wurden. Das ist so normal. Wenn das normal ist, na dann gute Nacht. Naja, der Also, Übersicht halber muss man das manchmal machen, ja, aber. schon, aber wäre nett, wenn man darüber ein bisschen informiert wird. Ja. So viel nochmal zur Kritik. Ah ja. Aber So, also ich also. meine, also für mich hat Olaf das Fazit mit einem Wort schon gesagt, nüchtern. Also für mich wirkt das auch alles irgendwie zu nüchtern und zu weit weg. Also da ist irgendwie auch eine Distanz aufgebaut worden. Kann auch nicht genau sagen, an was es liegt. Also meiner Meinung nach hauptsächlich tatsächlich an der Erzählart. Aber das ist wahrscheinlich dem Original geschuldet. Deswegen weiß ich nicht, ob man das hätte anders Naja, machen können. es Keine ist ja die Ahnung. Einführungsfolge. Also es wird ja wahrscheinlich noch alles zu einem wahnsinnig großen Ganzen aufgebaut und aufgebauscht. Ja, mal schauen. Also dafür ist es dann wieder gut, also dass man denkt, also es kommen jetzt so viele Figuren rein, dass Ja, man weiß, okay, da kommt es noch sind einiges, ja. auch viele Folgen. Also Ja. wenn ich mir anschaue, wie viele Figuren sich innerhalb von einer Folge von Batman The Animated Series, die wirklich nur 25 Minuten umfasst, wie viele Figuren sich dahin und wieder die Klinke in die Hand geben, sind immer nur noch Figuren, die in der Hörspielserie fast noch gar nicht zum Zug gekommen sind. Wenn ich da denke an Harley Quinn oder an Poison Ivy. Bin neugierig, wie die noch zum Zug kommen, wenn sie überhaupt noch zum Zug kommen. Ich habe im Prinzip viel Positives und jetzt komme ich zum Negativen, nämlich der Art und Weise, wie High Score Music es gedenkt zu veröffentlichen.
Und ich habe die erste Staffel und die zweite Staffel noch auf CD, gewisserweise als Sammlermentalität. Es gibt nicht viele Hörspiele, die ich mir freiwillig gerne runterlade. Eine Ausnahme ist, das ist wirklich die einzige Ausnahme, ist John Sinclair. Um mitreden zu können, habe ich vor 3 Jahren mal begonnen, sämtliche Folgen am Stück runterzuladen. Das war mir im Prinzip zu stressig, einen ganzen Schock von 10, 20 Folgen auf CD zu ordern. Nicht zuletzt, weil ich meine Familie dann wahrscheinlich für verrückt gehalten hätte. Deswegen habe ich mich hier auf die Download-Ebene gestellt. Ja, seitdem, wenn was Neues kommt, dann bin ich sofort am Amazon-Downloader. Aber gerade bei sowas wie Batman hat es mich im Prinzip ein bisschen gefuchst und geärgert, dass auf einmal sowas eingeschlagen wird, weil es gibt Leute, die kaufen sich das wirklich nur auf CDs. Das sei mal gesagt. Es gibt Leute, die kaufen sich das, weil sie die ersten 2 Staffeln schon haben, als reine Sammlermentalität fürs Regal wahrscheinlich. Und, ja, dann kommt auf einmal sowas daher. Ich meine, es ist ja schön, wenn sie in Aussicht stellen, wenn die letzte Folge rausgekommen ist, dass dann eine Box nachgeschoben wird. Das ist ja recht nett und schön. Aber als jemand, der der Serie wirklich treu ergeben ist, das ist jetzt wirklich sehr hochgeschraubt gesagt, aber als jemand, der die Serie wirklich treu kauft und das auch bei den ersten 2 Staffeln gut durchgezogen hat, als solche ärgert man sich natürlich im ersten Moment wirklich grün und blau, dass auf einmal so eine Richtung. Ja, aber ich denke mal, das kommt ja nicht von der Frage. Aus einfachen mit dem Grund. Nein, das weiß ich schon, aber also, die werden sich sicher was gedacht haben dabei. Nur mir, also ich gehe mal davon aus, dass CDs im Vergleich zum Download weniger gut gelaufen sind. Also ich meine, die können das ja schon abschätzen, was mit CD-Veröffentlichung, was mit Download-Veröffentlichung. Die sind ja selbst Vertrieb und haben die Zahlen ja auch immer direkt präsent. Also von daher denke ich mal schon, dass sie sagen, es lohnt sich halt einfach nicht, das auf CD parallel rauszubringen. Mhm. Weil sonst würden sie es machen. Also wenn man da. Ja, da gibt es andere Labels, die kleiner sind und die auf andere Vertriebspartner angewiesen sind, bei denen funktioniert das auch. Ja gut, aber die fahren auch nicht alle Ferrari. Das ist halt die Frage, also es ist ja oft so, dass wir da verschiedene Labels sind, wo man sagt, naja, guck mal, die krebsen auch da rum oder die machen das auch nur semi-professionell oder sonst irgendwas. Also das ist immer schwierig, da einen Vergleich zu ziehen. Und es gibt Labels, die sagen, ich muss, was weiß ich, so und so viel Einheiten verkaufen, um das überhaupt rechnen zu lassen. Und ein anderer sagt, also mir reicht, wenn es die Hälfte davon ist, dann bin ich schon zufrieden. Das ist halt immer schwierig. Also gibt es halt da gerade bei Batman, das ist ja die vollfette Lizenz. Ich meine, das wird ja auch nicht ganz, ganz billig sein. Und ja, schon, aber da der Download ja grundsätzlich als günstiger angesehen wird als die CD. Und ich habe jetzt auch nicht gerade die Statistiken im Kopf, aber dadurch, dass der Download günstiger angesetzt ist als die CD, ich glaube, der Download, das macht, glaube ich, 6 Euro aus. Die CD macht 8 bis 10 Euro aus. Wenn ich jetzt 10 Downloads hernehme und 10 verkaufte CD-Einheiten, dann müsste die CD sich doch besser rechnen als der Download. Das nicht, wenn sie es nicht verkauft. Ja, das ist halt. Du hast ja einmal deine Fixkosten und die hast du ja bei der CD-Pressung auf jeden Fall. Das heißt, die Kosten für die CD hast du schon mal auf jeden Fall. Die musst du auf jeden Fall erstmal reinkriegen. Mhm. Und die Download, da hast du halt die notwendigsten Fixkosten. Das ist halt die einfachste Methode, das an den Mann zu bringen. Ja. Also, ja, mich würde interessieren, was Sebastian Popert dazu sagen würde. Das wäre mal interessant. Welche Beweggründe er da hatte für. Man kann das ja mal aufnehmen, dann können wir mal fragen. Hätten wir mal wieder ein Interview. Mhm. Ja. Fragen wir doch mal. Das wäre spannend. Ich würde auch das gerne mit dem, das Verhältnis mit dem Stream jetzt wissen, weil das ist ja die große Nummer doch jetzt. Ja. Ja, mich würde interessieren, wenn wir schon bei Streams sind, was Simon Rissamales sagt, dass seine heißgeliebte Larry Brand-Serie jetzt auf einmal auf YouTube einsehbar ist. Was wird er sagen? Er wird sich wahrscheinlich wieder grün und blau ärgern, weil ich glaube, der Markt am Boden ist und dass es so nicht weitergeht. Ja, das war so. Also immer so, seit 2006. Ich habe es ja lustig gefunden, weil in jedem dritten Satz in diesem offenen Brief wird von illegalen Downloadern gesprochen. Ja. Jetzt muss ich es mal loswerden. Rein juristisch gibt es keine illegalen Downloader. Ich habe vor 2, 3 Jahren mal eine Vorlesung in Urheberrecht besucht bei uns auf der Kunstuniversität. Es gibt nur illegale Uploader. So ist es. Also der Download an sich ist ja nicht illegal, weil du begehst ja kein Verbrechen, indem du dir was auf deinen Computer lädst. Ein Verbrechen, wenn man es so hochtrabend betrachten würde, ein Verbrechen begeht nur derjenige, der dann für die Masse auf Tauschbörsen und auf gratis
MP3-Plattformen zur Verfügung stellt. Ja, das reicht sie ja keinen mit. Das Problem ist ja, dass die Labels ihre vorgefertigte Meinung haben und denen kann man auch mit Argumenten da nicht kommen. Also das ist weiß ich egal, schon, aber egal, wer es ist. Also grundsätzlich mal gesagt, wer eine MP3-Datei bei einer Tauschbörse downloadet, ich meine, Verbrechen begeht er gerade nicht, aber das muss er mit seinem Gewissen vereinbaren, was er da tut. Das eine wird halt moralisch und gesetzlich quasi verwischt, mehr oder minder. Ja. Ich glaube, wem das Genre am Herzen liegt, also diese ganzen Downloader, egal wie viel das sind, ein Bruchteil davon macht das wirklich nur, um das Hörspiel zu hören. Die meiste ist haben. Es ist umsonst und ich mache mir die Platte voll und kann dann sagen, ich habe alles. Richtig. Also ich glaube, wem irgendeine Serie am Herzen liegt, der kauft den Kram auch. So ist also, es, kann man keiner erzählen. Also egal wie viel das sind und selbst wenn die abgestellt würden, aus diesem Bereich kommen keine Käufer. Das kann man sich abschminken. Also wer da die Rechnung aufmacht und sagt, ja, aber wenn 10% davon nur unsere Hörspiele kaufen würden, dann wären wir schon. Das würden keine 10%, das wird noch kein Prozent kaufen. Es ist einfach so, dass das eine ganz andere Klientel ist und das ist in diesem Klientel sitzen keine Käufer. Ja. Also von daher ist es im Endeffekt, ist es wurscht, ob das illegal downloadet wird oder nicht. Richtig, ja. Das macht den Bock nicht fett. Es ist zu viel, gesagt, dann ist es nicht. Label müssen das einfach als, ist halt so. Was ich heute gesehen habe, was wir heute schon hatten, war zum Beispiel diese Walt Whitman CD. Ja. Martin hat die da. Da schafft man aufgrund der Fassung, wie die da ist, Mehrwert, den der Downloader einfach nicht hat. Ja, richtig. Ich glaube, über sowas kann man tatsächlich dem Ganzen entgehen, indem man nicht nur einfach sagt, okay, ich spiele jetzt mal ein Hörspiel irgendwie mal und dann hausche ich das irgendwie raus, sondern überlegt, wie kann ich das mit einem Mehrwert verkaufen, sodass der Käufer wirklich gezwungen ist, in dem Sinne, sondern sagt, ich kaufe es mir lieber, weil dann habe ich es A legal und B habe ich noch das und das. Dazu kann man ja ganz einfach mit irgendwelchen Hidden Tracks machen, die man im Booklet veröffentlicht, die man dann irgendwie downloaden kann. Ich meine, das taucht dann auch irgendwann in den... Ja, das machen die von Sinclair zum Beispiel zeitweise. Also bei der 75, da habe ich mich auch gefreut, wie das gekommen ist. Das war jetzt ironisch gemeint. Die normalen Downloader auf den Download-Portalen für diese Folge, also wie zum Beispiel Amazon oder soforthören.de, die kriegten die normale Folge 75. Lediglich die iTunes-Käufer, die kriegten die Folge 75 mit einem Bonus-Track. Okay. Das hat einige auch auf der Facebook-Community sowas von verdrossen, dass man schon mal gesagt hat, was bitte soll der Schwachsinn? Ja, das finde ich dann auch blöd. Ich finde, das ist relativ einfach zu lesen, was das soll. Das soll die Leute in Richtung iTunes bewegen. Ja. Also. Ja, aber dann braucht man es auf Amazon und uns Co. nicht mehr anbieten. Ja, ist halt das Problem. Aber ich meine, was dahinter steckt, ist ja relativ einsichtig. Alle über Amazon schimpfen, aber trotzdem ihren Rotz da immer hinbringen, dann sollen sie es weglassen da. Ja. Das kann ich auch in dieser ganzen Amazon-Diskussion nicht so ganz nachvollziehen. Die zahlen auch keine Steuern. Ist jetzt die Diskussion, das Hörspiel Amazon Diskussion, immer teurer werden? Das auch, aber dass viele sagen, ja, wir verdienen nichts an Amazon, weil die uns so deckeln und was nicht all. Und ja, dann muss ich sagen, okay, dann mache ich halt mit denen keine Geschäfte mehr. Ja. Wenn das alle machen würden, dann würde Amazon sich das auch überlegen. Aber da das keiner macht, dass jeder Hinz und Kunz seinen Scheiß bei Amazon verkaufen will, klar, dass die ihre Marktmacht ausnutzen. Brauche ich mich nicht drüber wundern. Das sind halt auch die ersten Google-Treffer leider immer. Ja. Das hängt also wirklich alles zusammen. Also Markus Winter, also der Winterzeitverlag, also die regen sich ja gewaltig auf. Man hat es gesehen bei der dritten Folge von der Schwarzen Fledermaus und eben dann auch bei Pater Brown, wo die Folgen für... unglaubliche 12,99 bis 13,99. Bei der Fledermaus waren es sogar kurzzeitig 14,54 €. Bei diesen Höchstpreisen für auf Amazon gelistet worden, für den Preis kriege ich schon ein hochwertiges Musikalbum. Mhm. Aber ein Hörspiel, das ist ja normalerweise in einem preislichen Rahmen zwischen 7 und 10 Euro. Aber da frage ich mich, welcher Bock hat Amazon denn da geritten, bitte? Das kann es ja bitte nicht sein. Ja. Nur weil jetzt da auf einmal diese neue Hörbuchregelung gekommen ist, heißt das ja nicht automatisch, dass man da auch bei Hörspielen machen muss. Ja, die Hörbücher werden ja billiger dadurch. Ja, eben, aber jetzt glaubt man, weil die Hörbücher billiger werden, jetzt holt man sich das Ganze wieder durch Hörspiele zurück oder wie? Ich weiß es nicht. Naja, gut, also die Hörbücher werden ja in dem Sinne nicht billiger, sondern es bleibt mehr hängen. Richtig. Es wird ja nicht an Endkunden weitergehen. Nee, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder ob das einfach eine Maßnahme ist, dass man sagt, okay, man setzt das mal hoch an, da verdient man halt mehr. Ich kann das beim Juni, habe ich aber das zum ersten halt, Mal. Aber halt das ist halt auch, wenn Winterzeit motzt darüber, warum bietet er es denn an? Dann soll er doch dafür sehen, dass es bei Amazon verschwindet und soll es über seinen eigenen Shop oder sonst wo verkaufen. Aber die wollen natürlich auch die Reichweite haben. Ja, nein, es ist ja nicht nur Winterzeit, es ist ja auch bei Russell & Brandon. Ja, es ist bei allen so. Die ganzen Hörspiele sind ja eigentlich zu teuer auf Amazon. Ja, aber andererseits, es muss ja jemand geben, der es kauft.
wenn es keiner bei Amazon kaufen würde, würden die auch bei den Preisen runtergehen. Ich Ja, glaube nicht, dass sie. ich spiele es mit dem Gedanken, dass ich zu Bol überwechsle. Also, Ja. weil bei denen kriegt man es noch in einem vernünftigen Rahmen. Da wir können ja mal wieder hier den moralischen Hörspiel Deckel drauf. verkaufst. Nein, sagen, Leute, kauft direkt beim Label. Ja, Unterstützt die natürlich. Label Unterstützt die direkt. Label, habt erstens einmal ihr mehr davon und zweitens die Label freuen sich, damit sie weiter produzieren können auch. So, Ja, das habe ich das muss für man. Ewigkeitssonntag habe ich jetzt eigentlich auch schon genug getan. Ja, das müsste man nochmal so in so einer richtig schönen Oberlehrermanier, müsste man das vielleicht nochmal wiederholen. Leute, kauft beim Leben. Man sieht es vielleicht nicht direkt, aber ich habe einen Zeigefinger oben. Ich sehe es sowieso. Hast du auch Mit den dem Rohrstock in Rohrstock. der Nee, ich Hand? habe auch schon einen Gürtel in der anderen Hand. Gürtel noch besser. Dann hoffen wir mal das Beste für die Labels und hoffen mal, Ja. dass Highscore Music vielleicht doch noch einen mechanischen Tonträger für Batman raushaut. Da hoffen wir Also, mit. könnte mir vorstellen, dass das was wird. Warum nicht? Also, ich sage es immer gern wieder als Referenz, bei Dr. Morbius hat es auch funktioniert. Das will was heißen. Ja, der Vergleich hinkt von hinten Vor bis allen Dingen vorne. Dr. Morbius als ein positives Beispiel für irgendwas anzusetzen, ist sehr gewagt. Ich habe es nur im Internet verfolgt, also ich habe es mir jetzt nicht gerade direkt angetan, mir die Serie auch zuzulegen. Ich verfolge es nur, wie gesagt, in irgendwelchen Threads und mir war die Serie einfach zu blutig. Ja, mir war es zu falschblutig. Ja. Nur moralisch war das nicht so ganz Nein, moralisch war das, das was. es war eine moralische Katastrophe. Ja, Wenn man das kann in man den, sagen, ja. wenn man das in den 80er Jahren gemacht hätte, dann wäre die ganze Serie auf dem Index gelandet. Also, Ja, die wäre wahrscheinlich heute auf dem Index gelandet, wenn es irgendeiner, wenn sie zu egal gewesen wäre wahrscheinlich. Also das ist ja wahrscheinlich nie irgendeiner Kommission vorgelegt worden, weil ja, aber wobei. bei Europa Larry Brand ordentlich auf den Busch hauen, das Die hat noch eine klappt. andere Reichweite. Das ist natürlich, Ja, das ist natürlich schon. auf mehr Kinderkassettenrekorder gelandet wie Dr. Morbius. Da gab es aber doch diesen Aufkleber mit Hörspiele für Erwachsene drauf, oder? War das denn auch? Ich kann mich nur an dieses Ab 12 erinnern, aber das war nur bei der Gruselserie, oder? Nein, Ich bin ja. das war doch dieser gelbe Aufkleber, wo drauf stand Hörspiele für Erwachsene. Oder hat nur die R&B Company so einen gelben Aufkleber bei der ersten Larry Brand Folge? Den gab es wirklich nur in der ersten Folge, oder? In der zweiten Folge hat man den schon weggelassen. Ja. 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 So viel zu Batman. So viel zu Genau, Batman. zu Batman, ja. So viel zu Batman, ja. Ich freue mich ja schon auf nächstes Monat. Ich glaub, nächsten Monat kommt ja die unendliche Geschichte raus, oder? Beim, Ja. beim, beim, wo kommt die raus? Bei Hörbuch Hamburg. Hörbuch Das Hamburg. ist. Ich bin ja gerade bei Teil 3 im WDR-Radio-Stream. Die kann man ja, glaube ich, nicht downloaden. Also das ist ja nicht im Hörspielspeicher verfügbar, glaube ich. Es ist Ja. ein Stream vorhanden. Also Gewiefte können da den Quellcode schon aufbrechen und kämen mal schon ran, wenn man wollte, aber es Ja, ist eigentlich schon ein Stream da. Ja. ich bin ja kein Gewiefter. Ja, okay. Ich meine, wenn ich mich anstrengen würde, dann, aber das will ich ja nicht. Ja, nee, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich will ja die CD. Ja. Als Referenz ist das ja herrlich, weil als Referenz hatte ich ja wirklich diese 1984er Version von Karussell. Ja, die Becker-Version, ja. Genau, mit Harald Leibniz als Erzähler. Du bist ja jetzt schon bei der dritten, wie findest du es denn so? Ich finde sie gut. Vor allem diese Produktionsart und Weise, also zum Beispiel diese Dachbodenszenen. Steht er frei einlesbar im Internet auch. Diese Dachbodenszenen, die sind ja im Stereo-Charakter aufgenommen Genau. worden und alle Szenen, die sich in Phantasien abspielen, die sind ja im 5.1-Format aufgenommen. Ich meine, ich höre das Ganze auf Kopfhörern die ganze Zeit, also ich höre jetzt keinen wesentlich großen Unterschied. Ja, also bis auf die erste Folge, wo man da ein bisschen reinkommen musste in diese Art, in diese neue Erzählweise, weil ich glaube, da ist ja die Geschichte an sich ist ja ein bisschen bearbeitet worden, die Erzählstruktur unter anderem auch. Wenn ich mir anhören muss, dass der Bastian Bald, also Buchs, mit einem Hornister über der Schulter durch die Gegend rennt, anstatt mit einer Schulmappe, dann denke ich mir, hallo, was soll das? Weil ein Hornister, das ist irgendwie etwas, das, was weiß ich, irgendwelche Soldaten auf dem Buckel haben, aber doch bitte keine Schüler, weil was ist denn Ja, bitte doch, das ein. hat man früher schon Tornister genannt. Ja, schon, aber Als Schüler. schon zu Michael Schon. Endes, schon wie Zu Michael Michael Ende Endes das. Zeiten, ja. Ja, wie Als der er in die das. Schule ist, ja. Ja, wie der das Buch geschrieben hat, da war es aber doch schon eine Schulmappe. Und Da hat man Tornister eingeschnitten schon. ja, richtig. Ich bin auch mit dem Sprecher des Koriander bin ich nicht ganz warm geworden, weil, wie gesagt, da war die Referenz wirklich extrem hoch. In der 84er-Version hat das ja Gerd Günther Hoffmann gesprochen, die deutsche Stimme von Captain Kirk und von James Bond.
Und ich muss sagen, im Vergleich zur jetzigen Ausgabe war das wirklich eine mächtige Stimme. Aber wie gesagt, Aber der Rest kann sich hören lassen und es ist sprechermäßig und auch vom Spannungsbogen her, es wird mit jeder Folge immer besser und besser und besser. Wie gesagt, also mich hat die ab der zweiten Folge spätestens ab der zweiten Folge hat mich die neue Produktionsart schon wahnsinnig überzeugt, auch wenn ich mit Anna Thalbach nicht ganz warm werde. Ja, das ist schwierig. Also die hat Das kann mir ich mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Also ich mag es, aber. gefallen in der Millennium-Trilogie als Lisbeth Salander, aber als Erzählerin, ich werde nicht warm mit der. Aber jetzt spielt das Ganze eh in Phantasien, jetzt hat eh Hans Krämer das Ganze über. Ja. Aber wie gesagt, ich freue mich schon auf nächstes Monat und wenn ich dann die CD in Händen halte. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns da. Ja? Und wir wünschen dir bis dahin alles Gute, mach's gut. Ja, eine schöne Vorweihnachtszeit. Also Ja. Ach, ich danke, ja. habe Dir auch, stimmt. mich genau. ja inzwischen schon hier, das hat keiner gehört so richtig, ich habe mich ja inzwischen schon mit Glühwein eingedeckt und. Ja, fliegen, ja. Ja, Prost! Es ist Mittag. Da darf man anfangen, stimmt. Genau, kein Bier vor vier, aber von Wein war kein Problem. Genau. Ja. Schön Wein vor eins. Okay, Patrick, mach's gut. Ciao, Jo. Servus, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das war unser Patrick. Damit kommen wir zum letzten Rest. Es klingt drastisch. Nein. Einen Rest haben wir für euch noch und zwar am 1. Oktober kam auch noch Ita Hoffmanns Nussknacker und Mäusekönig beim DAV raus. Ja. Ja. Ja, also Ja. gleich vorweg, ich mag die Geschichte ja überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch keine Umsetzung gesehen, wo ich dachte, ach ja, ganz nett. Nicht mal Titania Nee, hat das nee. hingebogen gekriegt, Ich ne? finde Hoffmann ist mir einfach zu düster und zu depressiv. Ja. Ich finde das irgendwie hier auch so, obwohl das ja, man versucht das ja so ein bisschen locker flockig zu erzählen am Anfang, aber ich finde das so merkwürdig. Das Also, verliert mich auch immer wieder. Das ist ja, wirklich. verstehe, es ist ja eine relativ neue Produktion, also gut, die hat jetzt auch schon 15 Jahre auf dem Buckel, aber ich fand es irgendwie, wirkt das ja wahrscheinlich durch die Sprache Hoffmanns und die Art, wie man es erzählt, auch wenn man die Originalstory ziemlich aufbricht und da nur so einzelne Aspekte von einbindet. Das reicht schon, da ist man kontaminiert. Ja, ich finde das. Aber es scheint ja irgendwas zu haben. Ich meine, die Story wird ja immer und immer wieder aufgelegt. Ich weiß nicht, wie viele Hörspielfassungen das schon Naja, ist. halt Ja, zusammen ja. mit Weihnachten, Ballett, Musik, Tschaikowski, zack, schon hast du irgendwie so ein Ja, Läuft. Tschaikowski ist ja auch, das ist ja permanent. Hat auch ein bisschen genervt. Dieses permanente Thema, was das so im Hintergrund gewirbelt hat. Ich finde das einfach so sensationell gut, das ist melodisch, was er da macht, Ja, aber das ist irre. es passt nicht zum Hörspiel irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Also Will gar es ist nicht. total kontraproduktiv Ja. zu der Story, die, also beziehungsweise zur Atmosphäre, die man Vielleicht mit dem Hörspiel vermitteln will. war es Und da das, dass ich ständig dann nur noch dieses auf die Musik gehört habe. das, ja. Dass ich deswegen da immer weg war. Was? Ach, ein Hörspiel läuft da auch noch. Ah, Ja. schön. Ach, der Nussknack. Ach, schön. Naja. Also, nicht wirklich Schwierig, wobei empfehlenswert, nee. es jetzt nicht unbedingt allein an der Produktion selbst liegt, sondern einfach, ich finde die Story schon merkwürdig. Und da kann auch Jens Horacek nichts mehr retten. Selbst er nicht. Naja. Ja, damit sind wir durch mit allen Sind Hörspielen, wir. die wir so gehört haben oder nicht gehört haben. Damit kommen wir zur letzten Kategorie für heute. Und ihr wisst, wie sie heißt.